Nach über 40 Jahren, in denen das zuständige städtische Amt eine alte Silberlinde im Reutlinger Stadtgarten immer wieder aufgepäppelt und saniert hatte, musste der Baum jetzt doch gefällt werden. Das über 100-jährige Gewächs war von einem Baumpilz, dem sogenannten schuppigen Porling, befallen, der das Holz Stück für Stück zersetzt hatte. Gleichzeitig wollte die Stadt der Bevölkerung die Gelegenheit bieten, sich über Pflege- und Erhaltungstechniken, aber auch über professionelle Feldtechniken zu informieren.